Hallo zusammen, ich bin die Kat und ich möchte euch in diesem Video einmal zeigen, wie man richtig fällt auf dem Eis. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum soll ich fallen üben? Ja, Freunde, es ist so beim Eislaufen, ihr werdet fallen. Wir fallen, Eisläufer fallen, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Mal, bevor es dann auch einmal klappt. Und damit ihr eben euch nicht wehtut, weil das ist das, wo viele Angst haben, gerade wenn ihr schon ein bisschen älter seid vielleicht und erst als Erwachsene mit dem Eislaufen anfangt, haben viele eben Angst, aufs Eis zu fallen. Und deshalb nehme ich immer gerne die Angst, indem ihr es einfach übt. Mag komisch aussehen, ist aber egal, weil letzten Endes könnt ihr eure Angst loswerden. Also, so sieht das Ganze aus. Ihr stellt euch hin, geht schön tief in die Knie, macht es am liebsten in der Gruppe, dann seid ihr alle gemeinsam komisch. Arme auf die Seite und zur Seite auf die Hände fallen lassen. Ja? So könnt ihr hinfallen, ohne dass ihr euch wehtut. Wenn ihr aufsteht, auf alle Viere, ja? Nicht nach hinten gehen, sondern auf alle Viere, ein Bein nach vorne, immer noch die Hände vorne lassen, das andere dazustellen und jetzt langsam im Knie bleiben, nach oben kommen. Ja? So habt ihr wieder ein sicheres Aufstehen, weil lustig ist es dann immer, wenn wir in der öffentlichen Laufzeit sind und Leute aufstehen, und auf einmal die Hände nach hinten nehmen und dann schon wieder nach hinten fallen. Ja? Weil das, was ihr vermeiden wollt, ist dieser Sturz auf den Rücken. Also deshalb schön vorne bleiben mit dem Oberkörper, Bein hoch, das andere dazustellen, aufstehen und dann habt ihr einen sicheren Stand. Viel Erfolg damit!